Bugboy. Eulett. Gecko. Los geht's. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Masken, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden. Catboy mal 4. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Supertarnung, schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich gebe sie an Catboy weiter und... Oh, ich habe eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Superkatzen-Tempo! Was? Oh. Catboy! Na, gefällt's dir da oben, Miezekatze? Lass ihn runter, Roboter! Supergecko-Muskeln! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lass uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte, wie wär's mit einem Superkatzensprung? Supergecko-Tarnung. Wow, gib sie mir zurück. Warte, was machst du da? Lass das. Supergecko-Muskeln. Nein. Das werdet ihr mir noch büßen, Peter. Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboterfreund? Die PJ Masks waren mal wieder ganz groß. Wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid. Ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball, oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an. Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie, die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulett! Ja! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Katzenohren. Ich höre Romeo. Wie bist du an die rangekommen? Die ist im Hauptquartier. Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich. Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es. Eine Vervielfältigungsmaschine? Ha! Vervielfältigter Roboter? Gar keiner Gecko, wir müssen ihm die Maschine wegnehmen. Ich habe eine Idee. Ich flieg runter und nehme sie Romeo weg. Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst sie Gecko. Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus. Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskel. Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt. Warte! Zeit für noch mehr Roboter. Und dann waren es vier. Katzenbrüller! Wow! Wie nett von euch, meine Roboterarmee zu vergrößern. Roboterarmee? Ganz recht. Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage. Und wenn wir uns weigern? Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht.
Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt. Okay, zurück zu unserem Plan. Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch. Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super Eulenaugen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du flatternder Trottel! Der Fellballknopf klemmt. Er feuert weiter. Ah! Hä? Alles gut. Nichts passiert. Ja, mir geht's auch gut. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Catboy, du wurdest vervielfältigt. Ich weiß. Ich weiß es auch. Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso. Die Roboter, schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine. Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks. Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das blinkende Ding raus. Ich kann nicht. Es sind zu viele Roboter. Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe? Ja! 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 Ringelndes Reptil, jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys. Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon. Wir werden diese Roboter rollen. Ja! Das war's, Roboter. Nicht so schnell. Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne. Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen. Ich habe eine bessere Idee. Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird. Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat. Und ich laufe mit meinem so weit ich kann. Das ist ein super Training. Tschüss. Wow. Vorsicht. Roboter, werf diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen. Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch. Ich habe noch eine Idee. Und mit diesen Catboys kann nichts schiefgehen. Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen. Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später. Schnell! Eine Roboterfalle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen. Ich baue ein Roboterkatapult. Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern. Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme. Ich brauche sie. Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch. Mein Plan! Wartet ab, bis ihr mein Katapult seht. Das ist unfassbar. Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch. Genau wie du. Ich kann das noch hinkriegen. Ich hol die Maschine. Keine Sorge. Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger. Roboter, schnapp die Plagegeister. Oh. Du hast meinen Plan zerstört. Hey! Und du meinen. Pass auf. Boah, ist das schwer. Eine Catboy-Kopie-Meister. Das ist eine Katastrophe. Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team. Schon vergessen? Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich habe eine tolle Idee. Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Catboys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstammerfindungen. Hallo!
Au, ouch, oh, ouch, oh. Ja! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position. Kommt schon, Roboter. Was führt ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Oh. 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 Oh, Rasenwasser. Und jetzt der letzte. Super Katzentempo. Schnapp dir die Katze, Roboter. Nein, 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 nein. Runter von mir! Oh. Wir haben es geschafft. Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an. Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gecko. Super Gecko-Muskeln! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch Pyjama-Plagegeister. Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden, aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Alles ist wieder ganz normal. Und du bist auch wieder normal, Connor. Total. Und was wollen wir heute spielen? Wie wär's mit Basketball? Fußball. Ich liebe Fußball. Lasst uns das spielen. wie wär's, wenn ihr diesmal entscheidet?